euch! Oder tot. Oh, da kommen wieder die Äpfel. Ergebt euch! Oder tot. Ah, die Äpfel kommen alle zu mir. Na, immerhin. Ach, guck mal, wenn man einen Schritt zurückgehen würde, würden die anderen auch ballern. Die Brücke. Ihr müsst euch beeilen. Das war alles eine Falle. Die Imperialen haben uns getäuscht. Ich versteh's. Die Botschafterin. Schnappt sie um jeden Preis. Oh, Trick ist gleich platt. Oder tot. Seht euch! Ja, der Trecki, Trecki ist da hinten und macht nichts. Komm schon, ach, wir müssen noch nachladen. Zellen aufladen. Ah! Warum ist denn immer so viel Energie da drin ist? Nein! Seht euch! Oder tot! Komm schon, komm schon, komm schon! Oder tot! Sauber! Ach, schade, dass der einen Disconnect hat, da wäre super schnell gegangen. Tada! Hauptan-Nahkampf! Ich mach mal auf. Gier, ne, auf zerlegen. Auf Gier Arsch lecken. Oh nein, Quindan hat gewonnen. Schade. Disconnect. Ja, super. Alle qualifizierten Spieler müssen teilnehmen. Kann man den rauswerfen? Dann warten wir kurz. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hat er da eher meditiert, oder was? Ich gucke immer so lange mein Menü an. Ach, guck mal, kann ich den Plündern schicken so lange? Cool. Sofort. Ah, toll. Ich hab mal eher gewusst. Ich hätte die ganze Zeit hier gemacht. Oh, jetzt ist er weg. Wir haben es geschafft, Männer! Geschafft! Das Schiff ist gerettet! Yeah, es tut mir leid, Commander, aber so ist es nicht. Sei doch mal aggressiv. Ihr erklärt uns besser, was hier vorgeht. Sofort. Erster Offizier Haken hat uns in eine Falle laufen lassen. Der Angriff auf diese Luftschleuse war eine List. Nachdem Haken euch hierher geschickt hat, schlichen sich imperiale Kommandos an Bord. Sie wurden von einem mandalorianischen Söldner namens Eisenfaust angeführt. Ein was namens wie? Hä? Wir haben die erste Entermannschaft aufgehalten. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch diese Gruppe besiegen können. Es wird noch schlimmer, fürchte ich. Eisenfaust und seine imperialen Kommandos haben die Brücke gestürmt. Und jetzt ist der gesamte Bereich abgeriegelt. Wir müssen den Imperialen die Kontrolle über das Schiff entreißen. Deshalb habe ich euch aufgesucht. Es muss etwas getan werden. Worum geht es hier eigentlich? Warum wollen die Imperialen euch unbedingt gefangen nehmen? Wegen meiner Arbeit. Ich bin eine republikanische Botschafterin. Ich reise zu Planeten unter imperialer Kontrolle und überzeuge ihre Regierungen davon, zu uns überzutreten. Ihr hättet euch früher identifizieren sollen, Ma'am. Dann hätte ich besser für eure Sicherheit sorgen können. Ich danke euch für eure Sorge, aber es ist nicht die Zeit, Leibwache zu spielen. Wir haben größere Probleme. Wir müssen die Brücke zurückerobern. Je länger die Imperialen die Kontrolle haben, desto schwerer wird es, sie ihnen zu entreißen.
Ich sagte euch bereits, dass Eisenfaust die Brücke abgeriegelt hat. Es gibt keinen Weg rein oder raus. Eine Sicherheitsverriegelung. Das ist nicht gut. Chefingenieur Salen weiß vielleicht einen Ausweg. Hoffentlich können wir Salen vor den Imperialen erreichen. Wisst ihr, wo er ist? Er und sein Team sind unten im Technikbereich. Ich bin sicher, dass sie uns helfen können. Wir brauchen eine Ablenkung. Wenn die Imperialen merken, dass die Schleusen zum Technikbereich geöffnet werden, überrennen die Soldaten den Bereich sofort. Meine Männer und ich können das übernehmen. Formieren, Männer! Wir werden für ein bisschen Ärger sorgen. Entriegeln wir diese Brücke. Wir geben den Imperialen mal ein paar Denkanstöße, was, Jungs? Ich gehe mit Commander Narlok. Sobald ihr euch einen Weg zum Technikbereich gebahnt habt, stoße ich dort zu euch. Viel Glück. So, jetzt gucken wir mal eben bei Fähigkeiten. Wo, da ist der Fähigkeitenbaum. Ne, Moment. Kommando. Ach super, Frontarzt. Oh Mist. Okay, ich mach es erstmal so. Erweiterte Leiste umschalten. Alles klar. Ladung. Oh Mist, verfügbar. Sauber. Super Noob. Aber es ist verfügbar. Jetzt haut er bestimmt ab. Okay, kurz raus. Wo geht's denn hier raus? Oh nein, nee, nicht da lang. Na super, ey. Ich hab doch den nur gerade angesprochen und da gab es nichts. Ich verstehe es nicht. Warum kann man jetzt einfach raus und wieder rein? Wie ist das denn? Kommandobrücke. Medizinische Sonde. Guck mal, da bin ich doch jetzt schon der Heiler schlechthin. Minimap-Bereich verlassen geht schneller. Wo geht das denn? Mein Gott, voller Oberpro. Ach jo. Okay. Wie peinlich, peinlich. Und jetzt gehe ich off. Voller Super-Arsch. BioWare-Mitarbeiter werden dich niemals nach deinem Passwort fragen. Merkt euch das. Penis. Okay, ich gehe eben lernen, was? Okay, ich gehe eben lernen. Lernen. Hör mal. Okay. Aber es ist cool, dass das offen bleibt. Hauptebene, ich komme. Die ist sogar über mir. Cool. Achso, hab mich gerade gewundert, was ich an meinem Fuß hab. Aber es ist eine Reinigerflasche. Passt jetzt zwar überhaupt nicht, aber ich wollte es einfach mal sagen. Crewfähigkeit, los, plünder metallische Gegenstände. Des oder gemischten Grades. Ich kümmere mich darum. Hau ab. Hau ab. Kampfausbilder. Was? Ah, ne, hier ist, glaube ich, Jedi, ne? Eine Gildenregister. Oh. Schließ den Flashpoint ab. Der Schmugglerausbilder. Ih, was hat der denn? Da hingereiert.
Ah, guck mal. Selbst der Chaos-Trupp könnte von einem Veteran was lernen. Oh, witzig. Hier unten ist noch eine Kommandospalte. Ich meine, habt ihr mir jetzt wahrscheinlich eh alle schon geschrieben. Vorsicht da draußen. Na gut. Medizinischer Sonde. Ruft eine Sonde herbei, die 301 bis 352 Schaden heilt. Na, immerhin. So, ich gehe schon mal in die Richtung. In die Richtung der Esselis. Essels. Oh, was hat er geschrieben? Viel lernen. Ach, beim Beruf. Bin wieder vor der Mission, schreibe ich immer. Deinen Gefährten rufen. Eric Jorgen verkauft gerade deine minderwertigen Gegenstände. Aber wo kann ich nicht einen Gefährten damit reinnehmen, jetzt mal im Ernst? Weil der andere, der hatte auch einen mit, bis der dritte drin war. Ich würde sagen, das ist so eine Dreierinse. Los, dann nehme ich meinen Gefährten mit. Beeil dich. Oh, da ist er. Noch 8 Sekunden. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin startklar. Jetzt im Ernst, kann ich den mit rübernehmen? Das wäre mal genial. Komm schon, komm schon, komm schon. Waffe geladen. Hey, geil. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was jetzt kommt. Ob das rockt. Und ich muss mir jetzt mal sein. Was ist das denn für ein Symbol? Stufe 11 Kommando. Die Essels Republik-Spieler. Für PvP markiert. Den hab ich. Boah, was ist das denn? Krass. Boah, hier kommst du ja gar nicht klar. Also coole Angriffsdinger, muss ich schon sagen. Und Sonder auf ihn hier. Ah, klappt. Schon mal ausprobiert, wie man heilt, bevor ich, damit ich nicht gleich total faile. Krass, wie der da mal hinspringt, der kleine Druid, ne? Ihn auch heilen? Ah, super. Wahrscheinlich schon. Ja, geht. Okay, damit muss ich mich noch mal ein bisschen beschäftigen, weil mein Gefährte und hier machen alle irgendwas. Blickt man gar nicht mehr durch. Komm schon. Technikdeck, aber Hauptsache meiner greift nicht an. Wahrscheinlich war ich zu weit weg. Oh, ich war schneller als er. Imperialer Agent.
Ah, ich sehe schon, mein Teamkamerad ist gar nicht hier. Ich kann den jetzt in jeder Ebene neu rufen. Es kann losgehen. Ein Suchdroide. Solange das kein Suchtdroide ist, ist das okay. So, und jetzt wohin, Mann? Kommunikationskonsole aktiviert. Wow. Hey, hey Chef, kommt rasch. Seht doch, dort ist jemand auf der anderen Seite der Tür. Ihr müsst verrückt sein, hierher zu kommen, während es überall von Imperialen wimmelt. Die Imperialen haben die Brücke abgeriegelt. Ihr müsst uns hineinschaffen. Die Imperialen sind für die Abriegelung verantwortlich? Das soll doch ein Scherz sein. Ihr habt hier wirklich aufgeräumt. Ich bin auf dem Weg hierher nicht auf einen einzigen Imperialen getroffen. Hört zu, wir haben keine Zeit zu verlieren. Commander Narlok und seine Leute werden überrannt. Wir müssen die Brücke entriegeln. Davon hörte ich. Ich würde euch ja hereinbitten, aber die Abriegelung hat auch unsere Türen versiegelt. Könnt ihr die Brücke von hier aus entriegeln? Kommt drauf an. Lasst mich kurz nachdenken. Was ist mit einem Reaktorneustart? Das würde die Sicherheitsverriegelung deaktivieren, oder? Ja, aber bei einem Reaktorneustart wird der Technikbereich entlüftet. Wir würden ins Weltall gerissen. Außerdem sind die Steuerungen auf der anderen Seite der Tür. Was könnten wir sonst noch machen, um die Brücke zu entriegeln? Die Sekundärleitungen. Sie sind etwas verteilt, aber wenn ihr sie alle kappt, fährt auch das Sicherheitsprogramm herunter. Dann können wir mitmischen. Ich werde die Leitungen sofort kappen. Wir haben keine Zeit, im ganzen Schiff herumzurennen. Wenn wir nicht sofort handeln, werden die Imperialen uns überrennen. Es tut mir leid, Salen. Wir müssen die Brücke entriegeln, solange wir noch die Gelegenheit dazu haben. Wir müssen den Reaktor neu starten. Man wird sich ewig an euch und eure Männer erinnern. Boah, die ist ja krass drauf. Wir können diese Leute nicht in den Tod schicken. Nicht, solange es eine Alternative gibt. Gut, aber ihr weiht jeden auf diesem Schiff dem Untergang. Manchmal müssen zum Wohl aller Opfer erbracht werden. Wir versuchen, die Leute auf diesem Schiff zu retten und nicht sie umzubringen. Gut, wer bin ich, dass ich mit euch streiten würde? Eben. Verrückte Hexe! Die Sekundärleitungen zu kappen wird funktionieren! Das verspreche ich! Wenn ihr es tun wollt, tut es jetzt. Je länger ihr wartet, desto mehr Imperiale werden hinter euch her sein. Okay, A, B, C. Woher denn nun? Oh fuck, da ging eine Tür auf. Und er weiß auch nicht recht, wohin. Aber egal. Wir töten einfach alles. Oh, da unten geht's schon los. Guck mal. Imperialer Hacker-Droide. Und ich hänge an diesem scheiß Stein fest. Ladungsschüsse. Ich kann meinen Tönnisser bitte angreifen. Befiehlt deinen Gefährten, das Tier sofort anzugreifen. Passiv ist jetzt aktiv. Oh Mann, nur immer. Oh Mist, er tut seine Waffen weg. Er tut die Waffen wieder raus. Lad, und da noch was. Okay, passt nicht manchmal aus. Ich check das hier gerade so mal gar nicht. Und alle im grünen Bereich. Oh, guck mal. Jetzt hat er aber gebammt. Hier die Leitung weg. Mach schon. Oh, Codex-Eintrag. Transporter der Wandererklasse. Boah. Krass. Am Anfang habe ich gesagt, der rockt nicht. Jetzt bäbt er alles weg. Na, er macht schon, ich sehe. Ja.
Kehre zu wohin? Irgendwohin zurück. Kehre zur Botschafterin Asara zurück. Mache ich. Achso, jetzt ist man einmal im Kreis so einmal rum. Wenn man bloß keine doppelten Laufwege hat. So, jetzt aber. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, aber die Sicherheitstüren um die Brücke herum haben sich tatsächlich geöffnet. Oh Mann, das toppt er auf jeden Fall. Die Macht war mit mir. Wie immer. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ihr nicht an Bord gewesen wärt. Wahrscheinlich wäre ich längst in einem imperialen Gefängnis gelandet. Oder schlimmer. Ich helfe Narlok bei einem weiteren Ablenkungsmanöver. Dann könnt ihr mit weniger Widerstand beim Angriff auf die Brücke rechnen. Ihr müsst euch allerdings noch um Eisenfaust kümmern. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Was wisst ihr über Eisenfaust? Ich kenne Eisenfausts Ruf und er hat nun schon lange Groß Moff Kilrans Drecksarbeit gemacht. Er wurde nie gefangen genommen, besiegt oder aufgehalten. Euch steht eine schwere Aufgabe bevor. Die Macht wird mir die erforderliche Stärke geben. Seid vorsichtig. Mandalorianer haben immer irgendein Ass im Ärmel. In Ordnung, genug Zeit verschwendet. Narlok, seid ihr da? Könnt ihr mich hören? Bestätigt. Hier Narlok. Bereit für die zweite Offensive? Korrekt, Commander. Ich stoße zu euch. Die hat wieder einen Zitterwurm im Kopf. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Abschaum für seinen Angriff bezahlt. Und sowas viel von. Glück. Oh, der spoilert mich. Block. Ach Mist, ich sehe gerade. Oh. Das wäre im Kampf bestimmt kritisch geworden, wenn ich da meine Heilleiste gesucht hätte. Backbord-Hangardeck. Na, da guckst du was, Ritter der Republik.